jetzt nicht, ob das zu sehen ist. Violine ist erst ums. Sieht ja aus. Also, wenn wir in England waren in die Schule, haben wir in halbes Jahr schon zwei Lieder am Klavier gespielt. Alle. Thank you.
übergebe ich sehr gerne das Wort an die Frau Kaps, die Direktorin der Volkshochschule über sein Viertel Haus. Danke, Benni. Willkommen bei uns. Wir haben nämlich Bock auf Musik. Und das ist der Festsaal der VHS Rudolfsheim 5 Haus. Und wir haben gedacht, wir machen mal einen kleinen Tag der offenen Tür, einen kleinen Schnuppertag, weil die Musik uns halt sehr am Herzen liegt. Und wir, das ist also außer der Volkshochschule noch die Musikschule Wien mit dem wunderbaren Direktor Johannes Hoffmann, der hoffentlich jetzt gleich zu mir kommt. Und Kapellmeister Thomas Klotz vom Musikverein Rudolfsheim-Fünfhaus. Ja, was machen wir heute? Was kann man heute hier tun? Man kann Musiklehrer und Lehrerinnen kennenlernen, Instrumente ausprobieren und man kann sich, wenn man Interesse hat, auch für etwas anmelden. Wenn man ein besonders ausgefallenes Instrument lernen möchte, kann man sich das auch wünschen. Bei meiner wunderbaren Kollegin Barbara Früh, kannst du mal winken bitte, in der Mitte. Und wir werden versuchen, dass bis zum Herbst jemand zu finden, der das auch unterrichten kann. Und wir haben auch Bock auf Singen und planen eine Generationenchor zu gründen mit der wunderbaren Chorleiterin Daniela Porta. Die kann man auch kennenlernen und sich vormerken lassen, falls man Interesse hat. Und wir haben auch Bock auf Blasmusik. Und dazu übergebe ich an Thomas Klotz. Einen wunderschönen Freitagnachmittag. Es freut mich, dass doch jetzt schon um diese Zeit so viele sind. Ich glaube, dass wir jetzt noch mehr werden. Sie haben uns schon ein bisschen gehört. Bock auf Blasmusik bedeutet für uns im Musikverein, dass wir jetzt vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren eine Kooperation mit der Musikschule gestartet haben. Wir proben jeden Dienstag von 5 bis 6 bei uns in der Hütteldorfer Straße im Probelokal. Ich habe Flyer, wenn Sie sich interessieren. Wir würden uns sehr freuen, wenn nicht nur Burschen unserer Reihen säumen, sondern auch Mädchen bei uns dazukommen. Warum wir so Burschenklassen sind, wissen wir eigentlich gar nicht, weil wir hätten gerne Mädchen bei uns dabei. Wir würden uns freuen, wir werden jetzt die nächsten 2 Stunden immer wieder mal das eine oder andere Stück spielen. Sie haben schon gehört, da ist Tanzmusik dabei, da kann man einen Rumba noch tanzen oder einen Cha-Cha-Cha, wenn man das gerne möchte. Dafür sind wir gut zu haben. Also viel Vergnügen am Nachmittag, ich freue mich schon sehr auf Anfragen und Gespräche. Danke, Thomas Klotz. Ungefähr so nach dem Gewinnspiel würde ich mit die Lust haben, auch eine kleine Aktion, eine kleine musikalische Aktion starten in der Ausstellungshalle im ersten Stock. Thank you.
Ja, die ist noch kleiner als die. Die 16. ist noch kleiner. So, noch kleiner. Das sind ja so richtige Kindergeigen, ne? Zum Beginnen, zum Lernen. Und das ist dann eine. So groß wie meine Handfläche, diese Geige. Ja. Die ist ein bisschen größer und ist noch größer und das ist dann eine ganze. Ja, das ist die. Habe ich am Monat, das sind 300 Euro. Ja, ach so, ja, hängt davon ab, ob es gut ist. Ne? Wenn es eine gute Geige ist, ist es billig. Und wenn es eine schlechte Geige ist, ist es teuer. Also, wenn du wieder was mit dem Kreditcheck machst, ja. Ja. Nehme ich meine Geige mal mit. Ja, gerne. Ich kann nicht spielen, ich habe nie gespielt. Das ist ein Vater, und sie weiß ich nicht, was sie hat. Ja. Und das haben wir dann